Hallo ihr Lieben, ich habe Post bekommen von DP Clubs. Und zwar ist das diesmal nur ein Bild, aber ein ganz besonderes, denn es ist relativ groß. Und deswegen diesmal nur ein Bild. Das möchte ich euch jetzt zeigen. So, da haben wir das eine Bild. Und wir gucken mal rein. Tadam, 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 tadam. So, guckt mal. Wir haben hier 75 mal 40 und guckt euch mal diese coole Eule an. Die ist richtig cool. Und zwar ist das, ich sag mal, vom Stil her so Steampunk-mäßig. Fällt alles runter. Das passt ja auch nicht auf meinen Schreibtisch hier. Das ist eine Steampunk-Eule. Wir haben hier eckige Steinelkind. Wir gehen mal hier ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich euch das so ein bisschen. Sorry, wenn ich jetzt im Bild bin, aber ihr wollt ja was sehen. Ja, vielleicht kriegen wir es so. Ne, jetzt sehen wir gar nichts. Wir müssen mal hier aufstehen. Und dann gehen wir mal ein bisschen höher. So, ich glaube, jetzt könnt ihr das ein bisschen sehen. Ne? Also, wir haben hier eine relativ große Eule. 26 Farben. Gehen wir ein bisschen näher ran. Da seht ihr die Pixelung. Ich finde es supi. Man muss natürlich mal gucken, wie sieht es denn schlussendlich auch im Endergebnis aus. Aber so im Großen und Ganzen sieht es schon von der Pixelung ganz schickli aus. Das Bild ist wie gesagt von DP Clubs. Wir haben hier natürlich noch ein Toolkit dabei, das wir nicht wirklich brauchen. Die sortiere ich immer aus. Die bekommt ja liebe Steinchensuchti von mir. Also vor allem halt die Stifte. Die Aufsätze für seine Stifte, die er selber macht. Und dann haben wir hier wieder diese wunderschönen eckigen Steinchen. Ihr seht, wir haben hier viele Brauntöne. Ja, klar, ist eine Eule, viele Brauntöne. Aber wir haben hier auch ein schönes Lila, wir haben Schwarz. Und wir haben auch hier dieses schöne Bordeauxrot. Sehr, sehr schöne Farben. Mal was anderes. Ich werde das Bild allerdings nicht painten. Das bekommt meine Freundin Anja. Das dürfte sie sich aussuchen. Genau. Wir haben 26 Farben und eckige Steine. Ich glaube, das habe ich aber bereits gesagt. Wir gucken jetzt noch mal hier im Ganzen. Aber ihr könnt das, glaube ich, ganz gut erkennen. Ne? Ist wie gesagt, weil die Anja hat jetzt ein cooles Steampunk-Bild bei damit Art Clubs gekauft. Und das ist so eine Steampunk-Frau. Die ist auch echt cool. Und ja, da passt diese Eule natürlich echt total cool, weil das ist ja auch so eben Steampunk, ne? Ja, schon irgendwie, der schon irgendwie fesch aus. Genau. Aber wenn das Bild fertig ist, ich painte es wie gesagt nicht selber, das macht die Anja. Die freut sich drauf. Wir haben noch viele andere Projekte, deswegen müssen wir mal gucken, wie lange das dauert. Aber die liebe Anja wird mir dann mit Sicherheit, wenn das fertig ist, ein kurzes Video schicken oder ein Bild. Und wenn ich mal wieder ein Craft-Update mache von den Diamond-Painting-Bildern, dann werde ich euch das auf jeden Fall auch zeigen, damit ihr halt seht, oder seht, wie schön oder nicht schön, aber ich denke, das wird richtig schön, wie schön das Bild gepainted aussieht. Ja, meine Lieben, wie gesagt, heute nur ein Bild, schön groß. Ja, die sieht schon echt stylisch aus. Ich habe sie auch auf meiner Liste und habe auch schon oft überlegt, ob ich sie mir bestelle. Und ja, mal gucken, weil sie würde auch farblich hier schön reinpassen bei mir. Deswegen werde ich mal gucken. Vielleicht habe ich die irgendwann auch und zeige euch das Bild dann tatsächlich nochmal. Das ist jetzt von DP Clubs und ja, ich verlinke euch das Video auf jeden Fall. Ach, was laber ich? Ich muss auch dazu sagen, guckt mal auf die Uhrzeit. Ja, normalerweise würde ich jetzt nicht mehr drehen. Ich habe bis jetzt gepainted und ich treffe mich morgen. Ganz spontan haben wir das gerade im Live betroffen. Oh, ihr hört, ich kann gar nicht labern. Wir haben das ganz spontan im Live gerade entschieden. Ich und Anja treffen uns morgen Mittag. Genau, und da bekommt sie dann eben auch das Bild und dann dachte ich, okay,
Dann muss ich jetzt wohl schnell nochmal drehen, weil ich habe das Video ja noch nicht abgedreht. Wie gesagt, meine Lieben, erzählt mal, wie findet ihr das Bild? Ist doch mal irgendwie ganz nice, ne? Wie wird das schön ins Gesicht? Ja, also ich finde das Bild echt cool. Vielleicht mache ich das, wie gesagt, auch mal. Ansonsten würde ich sagen, meine Liebeleins, wie immer seht ihr irgendwann auch das fertige Ergebnis. Da lasse ich mich ja nicht lumpen. Ihr wisst, dass ich painte. Das seht ihr auch auf TikTok. Da mache ich ganz viele Videos. Bald ist mein Otter fertig. Da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und das nächste Projekt, oh Gott, da freue ich mich so, so hardcore drauf. Da verrate ich aber noch nicht. Da gibt es dann auch ein Unboxing. Denn ich habe mir ein super schönes Bild bestellt. Aber wie gesagt, wird noch nichts verraten. Und ansonsten, meine Lieben. Also ich muss ja sagen, das Bild ist schon schön. Ja. Sieht irgendwie schon cool aus hier, so mit dem Gürtel oder was das ist. Also das ist schon echt, echt nice. Aber ich kann euch verraten, von den Farben her, gerade so diese braun-beige-Töne, die werde ich in meinem Bild, was ich als nächstes painte, wohl auch haben. So viel sei verraten. Also da ist kein Pink und so bei, obwohl das ja voll mein Ding ist. Das ist hier ja auch nicht der Fall. Aber solche Bilder sind dann eben, haben dann halt mal mehr Brauntöne. So, jetzt höre ich mal auf zu labern. Das ist jetzt wirklich gleich 11:30. Ich habe das Video jetzt abgedreht. So kann ich dann morgen mich auf den Weg machen. Und Anja bekommt ihr Bild. Sie freut sich. Ich habe gesagt, sie darf sich mal eins aussuchen. Ich habe das große Glück und bin sehr dankbar, dass ich die ultra tollen Kooperationen habe. Unter anderem eben halt mit DP Clubs. Und deswegen finde ich es schön, wenn ich jemand anderen zwischendurch auch mal eine Freude machen kann. In dem Fall ist es jetzt meine Freundin Anja. Sie freut sich und genau. So, meine Süße. Grüße. Knutscher geht raus an dich. Ich habe dich hier mal jetzt erwähnt. Also du bist gemeint, genau du. Ja, so, jetzt ist aber gut. Jetzt werde ich auch mal langsam Feierabend machen. Und ja. Ihr könnt ja mal erzählen, wie euch solche Bilder gefallen, also so vom Stil. Das ist ja, wie gesagt, so ein bisschen Steampunk. Ja, könnt ihr mal berichten. Ich schaue euch das Bild in die Videobeschreibung ab rüber zu DP Clubs und schaut mal rein. Vielleicht paintet ihr ja demnächst auch die schöne Eule. Also, habt noch einen zauberhaften Abend, beziehungsweise das Video wird wahrscheinlich erst morgen hochgeladen. Nee, nicht wahrscheinlich, das wird morgen erst hochgeladen. Ich hab jetzt hier Feierabend, also wir haben jetzt Donnerstagabend und das werde ich dann morgen Nachmittag irgendwann hochladen, also Freitag. Und ja, dann habt ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.